Herzlich willkommen zu einer kleinen Extra-Ausgabe von Let's Play Resident Evil. Wir wollen uns mal anschauen, was wäre gewesen, wenn wir Chris genommen hätten als Charakter. Da ist nämlich einiges ein bisschen anders in der Story, vor allem wenn es darum geht, wer jetzt eigentlich überlebt, denn Barry kommt dort überhaupt nicht mehr mit drin vor. Dafür haben wir einen ganz neuen Charakter, den wir bisher noch gar nicht gesehen haben, weil wir mit Jill gespielt haben. Und dadurch, dass die Fähigkeiten von Jill und Chris sich ein bisschen unterscheiden und auch die Fähigkeiten des Sidekicks, denn Barry ist ja doch mehr so der Retter in der Not, dadurch ändert sich auch ein bisschen was in der Story. Aber das werden wir gleich sehen, denn wir wollen uns direkt mal reinstürzen. Ich möchte euch nur mal zeigen, ich habe schon mal mit Chris einmal durchgespielt und habe dadurch ein Kostüm freigeschaltet. Das war ja schon vorher das BSAA-Kostüm, aber das hier ist doch ein bisschen lächerlich, oder? Ich wähle es jetzt trotzdem mal aus, einfach nur, weil ich das gern mal in voller Größe sehen würde. Also wir sehen uns gleich im Spiel wieder. Bis gleich. There are only three STARS members left now. Captain Wesker, Jill, and myself. We don't know where Barry is. Is everyone all right? Barry, where's Barry? He's... No. What was that? I'll go and check it out. All right. Jill and I will stay and secure this area. Chris? Take care. Yeah. Ob das mit zur Standarduniformierung des Stars gehört? Also ein bisschen lächerlich sieht's ja schon aus, ne? Ja, wir sehen den ersten Unterschied. Chris ist allein, wenn er hier in das Esszimmer geht. Und er hat nur ein Kampfmesser dabei. Und wenn wir mal ins Inventar schauen, da sind zwei Plätze weniger. Dafür haben wir hier ein Feuerzeug schon standardmäßig immer mit dabei. Allerdings dafür keinen Dietrich, den wir mit Jill haben. Das heißt, wir müssen die Türen, die so verschlossen sind, anders öffnen. Wesker? Jill? Where did they go? Ein großes Mysterium und an dieser Stelle erhalten wir dann doch mal eine Schusswaffe, nämlich Jills Beretta, die hier auf dem Boden rumliegt. Schön mit Stars-Gravur sehe ich gerade. Und ich habe ihm nochmal jetzt die andere Klamotte angezogen, habe nochmal ganz kurz von vorn begonnen, weil es doch ein bisschen lächerlich aussah, ne? So. Ach, sagte aber gar nicht, dass die von Jill ist. Gut, wir sehen uns, sobald sich wieder was tut. Unser guter alter Freund. Nur, dass Chris nicht so geistesgegenwärtig wie Jill ist. Bitte umfallen. Dankeschön. Allerdings hat dafür Chris auch einen festeren Magen. Muss man auch dazu sagen. Was? Du lebst noch? Geht doch. Und da haben wir den ersten alten Schlüssel. Diese Schlüssel... Die sind wichtig. Wir sehen schon, die werden hier, obwohl sie so klein sind, als kompletter Inventarplatz mit reingehauen. Diese Schlüssel sind der Ersatz für die Dietriche. Und zwar müssen wir jetzt an allen Türen, die solche unschönen kleinen Schlösser haben, diese Schlüssel verwenden. Allerdings gibt es davon nicht allzu viele und deswegen sollte man mit Bedacht vorgehen, wenn man die einsetzt. Ich kann es euch gleich mal zeigen, denn wir müssen sowieso hier drüben eine Tür... Weiß ich gar nicht, ob wir die jetzt schon aufmachen müssen. Ich mach's aber, glaube ich, trotzdem mal jetzt gleich. Hier können wir einen alten Schlüssel einsetzen. Und damit ist die Tür nun offen und wir haben den Inventarplatz wieder frei. Wunderbar. Und falls ihr mal mit Chris durchspielen wollt, hier liegt der alte Schlüssel Nummer 2. Direkt an der Schreibmaschine im Abstellraum Ostflügel. Eben da.
Und bitte einen der kleinen Schlüssel aufheben, denn wenn ihr vorankommen wollt, also wir sind hier gerade im Westflügel, dann braucht ihr hier einen Schlüssel, um auf die Terrasse zu kommen. Im ersten Stock. Und dort müsst ihr ja die Hundepfeife einsetzen, um an einen weiteren Schlüssel zu kommen. Also bitte den einen Schlüssel aufheben. So, melde ich mich mal wieder. Wir befinden uns in dieser lustigen Unterkunft von den Wachen. Hier werden wir ja gleich von dem Zombie und von einem anderen Zombie, der sich gerade schon hier am Schrank angekündigt hat, angegriffen. Ich möchte an der Stelle mal eine Selbstverteidigungswaffe zeigen, die quasi Chris' Ersatz für Jills Elektroschocker ist. Und das ist eine Blendgranate. Und die Blendgranate ist die geilste Selbstverteidigungswaffe überhaupt, denn... Naja, die ist ein bisschen verheerender. Wir schauen es uns mal an. So, mein Freund, greif mich mal an. So, er stopft ihm das Ding ins Maul. Ich gehe mal, glaube ich... Ah, das ist jetzt natürlich ein bisschen doof. Kriegt der mal einen Dolch ins Gesicht. So, damit wäre der schon mal weg. Und der andere... Oh, das Ding explodiert auch automatisch. Das wusste ich gar nicht. Okay, ich zeige es euch nochmal in einer anderen Szene, wenn die Kameraeinstellungen ein bisschen besser sind. Und dann werden wir uns das Ganze nochmal anschauen. Wir sehen auf jeden Fall, hier in der Wachstube gibt es mit Chris einen weiteren alten Schlüssel. Und es ist ganz gut, den hier zu finden, denn wir brauchen auch einen alten Schlüssel, um in den Lagerraum reinzukommen, in dem es die verbogene Schrotflinte gibt. Und ohne die gibt es mit Chris auch keine vernünftige Schrotflinte. Nächste Änderung. Wir sehen schon, hier hängt ein Zettel. Jemand hat uns was hinterlegt. Aber warte mal, Barry ist noch gar nicht da. Wer also hinterlegt uns denn hier die Sachen mit Chris? Ich habe etwas Munition im Raum rechts gelassen. Ich gehe vor und suche einen Weg hinaus. Wesker. Ja, tatsächlich. Wesker ist hilfreich. Aber nur mit Chris. Neue Chance für die Blendgranate. Und du kriegst mal wieder einen Dolch rein. Und wir schauen uns das ganze Spektakel mal an. Umwerfend. Das ist Forrest vom Team Bravo. Sein Körper ist von tiefen Wunden übersät. Was kann ihn so zerrissen haben? Und hier sehen wir einen gewaltigen Unterschied in der Bewaffnung zwischen Jill und Chris. Denn Chris erhält keine Bazooka. Denn Forrest hat bei ihm einfach keine. Forrest hat ins Gras gebissen, er scheint schon eine Weile tot zu sein. Übrigens möchte ich euch mal zeigen, das habe ich mit Jill damals gar nicht gemacht, weil ich die Heilpflanzen hinten gar nicht geholt habe einfach. Wenn wir hier hintergehen, überlegt sich Forrest mit der Ruhe nochmal anders. Komm schon, Baby. Und so kommt er dann doch noch zu seiner ewigen Ruhe. Er ist ein bisschen fixer unterwegs als die normalen Zombies. Naja, jetzt nicht mehr. Zeit, unseren Sidekick kennenzulernen. Herzlich willkommen, Rebecca! You! Chris Redfield, Alpha Team. We're here to rescue you. Richard! What the hell happened to you? Chris, this place... Get your team out of here. Demons... everywhere. Don't talk. He seems to have been bitten by a poisonous snake, but the size of the bite mark is huge. It's not just any ordinary snake. Take my word for it. He needs serum. I left it in another room. I'll go get it. Please hurry. Hold on. I'll be back. Und den Spaß kennen wir ja schon. Auf zum Heilraum und das Serum geholt. Hope this is what you wanted. Thank you. I'm gonna give you a shot now, Richard. Hang in there. Here. Take it. It's a radio. Take care of yourself, Rebecca. Richard! He's okay.
He's just unconscious. Rebecca, it's not safe here. Let's get Richard to a safer place. Right. Richard's doing well, Chris. He should recover soon. Good. Richard needs you now. As soon as Richard gets better, we'll come after you. Rebecca, you okay with a gun? Yes. All right. I'm going to continue my investigation. Be careful. Okay? Und damit haben wir jetzt eine volle Belegschaft hier unten im Heilzimmer. Und genau da gehe ich jetzt nochmal hin, denn ich habe mich vorhin, als ich die Blendgranate benutzt habe, ein bisschen verletzt. Das Problem ist nämlich, wenn man in der Nähe von dem Ding steht, wenn es hochgeht, kriegt man auch was ab. Und deswegen gehe ich jetzt nochmal kurz rein, denn Rebecca hat eine nützliche Eigenschaft. This room is equipped with all sorts of medical supplies. I could pretty much treat any wound. Want me to treat your wounds? Ja, bitte. Yeah, would you? Rebecca hat ihre Wunden behandelt und damit können wir jetzt weitermachen. Somebody sure knows how to get a deal. Most of the medical supplies here are from Umbrella. Umbrella? Don't you know? They're only the biggest taxpayers around here. They make most of these medicines right here. Homegrown in Raccoon City. But there's not much left, so take care of yourself. Na klar doch. Gut, auf geht's. Wir müssen uns darauf vorbereiten, uns der Schlange zu stellen. Und dafür müssen wir erstmal ein bisschen Musik machen, nicht wahr? So, diesen Raum kennen wir ja schon von Jill. Und Jill hat ja ohne Probleme die Mondscheinsonate gespielt. Mit Chris gibt es da ein kleines Problem. Er kann nicht Klavier spielen. It's me, Chris. Rebecca. That sounded like Moonlight Sonata. Can you play? It sounded like ist ja auch lustig. Da klang nix wie die Mondscheinsonate dabei. What was that? My interpretation is off a little. Let me practice for a while. Na klar doch. Sure. But don't get too carried away. Oh, I won't. So, und an der Stelle sollte man sich noch ein bisschen was aufgehoben haben an Aufgaben, denn, naja, Rebecca braucht eine Weile. Man muss sich jetzt irgendwie anders beschäftigen. Wenn man einen Speedrun machen will, sollte man nach Möglichkeit vielleicht nicht gerade Chris als Charakter nehmen. Das ist, glaube ich, mit Jill ein bisschen günstiger. So, ich habe in der Zwischenzeit mal die restlichen Todesmasken besorgt. Jetzt sollte... Oh, der hier hinten sieht aber schon schön rot aus. Jetzt sollte Rebecca eigentlich soweit sein, dass wir endlich die Tür öffnen können. Dummerweise habe ich das Wappen noch gar nicht dabei, das Holzwappen. Naja. Chris! Chris! I think I got it! Schön. Practice makes perfect. Huh? What's this? Meine scharfe Kombinationsgabe sagt mir, es ist ein Geheimraum. So, wir gehen aber mal ganz kurz noch das... Ja, das will ich doch gar nicht haben, das Bild. Wir gehen noch mal ganz kurz das Holzwappen im Esszimmer holen, denn das brauchen wir ja für dieses Rätsel, sonst sperren wir uns selber ein an der Stelle. Das bringt's ja auch nicht. Also nochmal schnell nach nebenan. Ich weiß gar nicht, ob Rebecca jetzt da drüben drin bleibt, weil ich beim ersten Mal durchspielen mit Chris das Holzemblem schon dabei hatte. So, sag mal das kurz ein. Wunderbar. Ich finde übrigens auch lustig, dass Chris in dem Outfit hier grundsätzlich immer ein Kampfmesser bei sich trägt, obwohl er eigentlich keins im Inventar hat.
würde auch keinen Inventarplatz wegnehmen. Ich meine, er hat es ja an der Stelle stecken, wo sonst nichts hängen kann. Von daher, warum hat er das nicht immer dabei? Naja gut, das so ist. Ist ja nicht so, als ob man das Kampfmesser jetzt ständig brauchen würde. So, Mädel, bist du noch da? Ja. Man kann sie auch gar nicht ansprechen. Aber brauchen wir ja auch nicht, denn wir brauchen nur dieses Goldsymbol. Ja, Tür zu. Und Tür wieder auf. Warum kann man das Wappen nicht vorher einsetzen, bevor die Tür zugeht? Egal. So, nehmen wir noch kurz hier die Botschaft mit. Die kennen wir ja schon. Travers Tagebuch. So, hast du was zu sagen dazu? Nicht. Doch. Are you all right in there? Yeah. Schön. Wenn das alles ist, dann gut. Lassen wir dich hier stehen. Ich hoffe, du gehst wieder zu Richard zurück. Der liegt in der Zwischenzeit bewusstlos immer noch in der Heilkammer. Und wir? Wir holen uns den Schildschlüssel und dann geht's auf zur Schlange. Und damit willkommen auf dem Dachboden. Den kennen wir ja bereits und schnappen uns zuallererst mal hier die Schrotgewehrmunition. Wir sehen schon, wir haben ein bisschen mehr Munition für die Pumpgun als bei Jill, denn der Grund ist einfach, da wir die Bazooka nicht haben, kriegen wir auch mehr Schrotgewehrmunition. So, und das Tolle ist, Richard liegt ja immer noch flach und deshalb haben wir niemanden, der uns hier beisteht im Kampf gegen die Schlange. Das heißt, hier müssen wir wirklich selbst kämpfen. Los geht's. Hey, Süße. Lang nicht mehr gesehen, wa? Na gut, dann wollen wir mal am besten nicht in die Mitte reingehen. Das Spiel haben wir ja schon ein paar Mal gehabt. So, schießt du auch auf sie? Das wäre schön. So, genau, tanzen wir ein bisschen im Kreis. Das ist in Ordnung. Nein, wir sind voll drauf auf das Tier. Ich weiß gar nicht, wie viel die aushält. Ich will heute aber ganz gern mal ohne Treffer bleiben. Oh, 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 oh. Das war klar, dass das passiert. Es war so klar. Na gut, damit haben wir jetzt nämlich ein nerviges Intermezzo am Hals. Das werden wir gleich noch sehen. Aber ist eigentlich auch gar nicht so schlimm. Ich will euch ja alles zeigen. Von daher passt das schon. Wie viel hältst du denn noch aus? Komm, verzieh dich. Los, geh. Schnell, push. Ab mit dir. Geschafft. Wir holen uns noch kurz die Todesmaske und dann zeige ich euch, welches nervige, zeitraubende Intermezzo ich meine. Es war natürlich so klar, dass ich mich doch noch treffen lasse von dem Vieh. Ich komme bei diesem Kampf einfach nicht durch, ohne getroffen zu werden. Na gut. Wir erinnern uns, Jill hat gemerkt, oh shit, ich bin erwischt worden, ich brauche Serum und hat sich alleine auf den Weg gemacht. Naja, ich glaube, sie ist ein bisschen standhafter als Chris. Poison. Chris! I need serum. Serum? I remember seeing it. I'll be right back. Just hang in there. Ja, an dieser Stelle spielen wir tatsächlich mal den Sidekick. Wir steuern Rebecca und dürfen nun zum zweiten Mal... Ja, ich weiß, wo ich hin muss. Und dürfen nun zum zweiten Mal den Weg bestreiten, der uns zur Heilkammer führt, um das Serum diesmal für Chris zu holen. Ich glaube, das sollte man nicht verkacken, denn wenn Chris stirbt, ist das ein bisschen blöder, als wenn Richard stirbt. Bei Richard ist es nicht so wichtig unbedingt. Wobei, wir haben ja gemerkt, wir kriegen jetzt auch nicht das Kampfgewehr dadurch. Aber später wird sich das noch ergeben. So, wir beeilen uns aber mal. Wir kennen den Weg ja mittlerweile aus dem FF. Und machen uns direkt zur Heilkammer auf. Ich glaube, man kann ja auch gar nichts anderes machen. Also, ich glaube, man kann nicht mal... Ist ja eigentlich der Zombie noch? Ich glaube, man kann nicht mal die Kiste bedienen, die da mit dabei ist. Im Heilraum. Weil ich eigentlich ganz gern die Pistole von ihr damit reinschmeißen wollte. Aber es geht nicht. Funktioniert nicht. Von daher lassen wir das alles und machen uns direkt auf. Wir sehen übrigens auch, sie hat nicht viel dabei. Sie hat ein Heilspray und sie hat eine Pistole ohne Ersatzmagazin. Sehr mutig, muss ich sagen. Sehr mutig. Aber gut, das reicht ja für ihre Aufgaben, die sie hat. So, machen wir uns mal schnell hier rüber. Sacken das Serum ein. Ich weiß gar nicht, ob sie irgendwas zu Richard sagt, wenn wir ihn jetzt nochmal anschauen.
Ja, sie setzt sich nochmal hin und nimmt sich die Zeit, natürlich. Mädchen, du weißt, dass Chris gerade am Verrecken ist, oder? Rebecca? Ja, okay, wir machen uns auf den Weg. Irgendwas wollte ich noch sagen. Achso, ja, natürlich, Chris ist total theatralisch. Ich sterbe. Eigentlich kennt man das von Männern ja nur, wenn sie krank sind. Und nicht, wenn sie verwundet sind oder vergiftet oder was weiß ich. Dann sind sie ja meistens tapfer. Aber wenn sie krank sind, dann sterben sie ja sowieso immer. Also besonders theatralisch. Bei Jill war das anders. Die ist halt doch ein bisschen härter im Nehmen, offenbar. Auch wenn sie ansonsten körperlich schwächer ist. So, den... Ach, weißt du, komm. Da können wir mal ihre... Das ging schnell. Er ist natürlich noch nicht tot, aber trotzdem ging das schnell gerade. Können wir mal ihre paar Schuss ja auch noch mit verbraten, um den Zombie aus dem Weg zu räumen. Gut, der verwandelt sich jetzt blöderweise in den Crimson Head, ich weiß. Aber egal. Dann steht er uns jetzt nicht mehr im Weg. Eigentlich war er gar nicht schlimm. Man konnte ihn ohne Probleme umgehen. Jetzt nicht mehr. Na gut, wir haben das Serum. Und Rebecca kann ihren kleinen Arsch mal schnell wieder rüber zu Chris bewegen. Der das Ganze zum Glück ein bisschen besser verkraftet als Richard, aber ich meine, sein Biss ist jetzt auch ein kleines bisschen weniger schlimm, weniger gravierend. So, der liegt immer noch hier, gut. Zurück zu Chris und dann bringen wir ihn mal wieder auf Vordermann. How are you feeling? What happened? You were bitten by a poisonous snake and fell unconscious. Easy. Oh, my head's killing me. You should be fine, because I gave you a shot of serum. But again, don't do anything... That you wouldn't do? I'll try to remember that. I owe you one. Wunderbar. Thank God, I made it in time. Ja, Rebecca ist halt doch ganz nützlich, wenn es um die Versorgung der Leute geht. Wir haben damit die letzte Todesmaske und können uns dann damit startklar machen, um in die Residenz aufzubrechen. Wo natürlich auch ein bisschen was anders ist, aber das werden wir dann dort sehen. Nochmal eine kurze Unterbrechung. Ich habe ihn jetzt schon genommen, aber hier in diesem Raum... das ist quasi der gegenüber vom Raum mit den Bienenpräparaten, liegt der nächste alte Schlüssel und den kann man dann auch direkt dort einsetzen. Das habe ich irgendwie mit Jill gar nicht so richtig realisiert, dass das auch ein Raum ist, den man mit Dietrich öffnen muss. Aber den müssen wir auch so öffnen und natürlich ist hier kein Barry drin diesmal. Das heißt, wir können ungestört das Dokument nehmen. Ich blätter das jetzt auch nochmal ganz kurz durch, weil ich mir nicht sicher bin, ob das hier diesmal vollständig ist, denn wir wissen ja noch, Barry hat da einen Teil verschwinden lassen. Aber ich glaube, das wird ganz normal der Brief sein, wie er dort auch war. Das wird wohl nicht großartig anders sein. So. Gut, und damit, wie ich schon angekündigt habe, sehen wir uns dann wieder, wenn ich auf dem Weg in die Residenz bin, beziehungsweise dann wahrscheinlich schon in der Residenz drin. Bis dahin.